Einen wunderschönen guten Morgen, liebe UBO-Fans da draußen. Ich bin's, der Lukas, und wir haben Top 32 mit Bankrosol gemacht. Und das, was auch viele Leute schon in der Bankrosol-Dualister-Gruppe gesagt haben, ihr wollt das Deck-Profile sehen, da hüpfen wir auf jeden Fall gleich mal rein. Ich sag euch, was die Techs sind, erkläre euch so ein bisschen die Varianten und die Kombos und warum wir in diesem Format die Bankrosol-Liste so gespielt haben, wie wir sie spielen. Und als allererstes kommen wir immer zum Main-Deck, dann zum Extra-Deck und dann zum Side-Deck. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Erstmal Shoutouts gehen an alle raus, die gesagt haben, dass Bankrosol ein scheiß Deck ist. Es ist ein gutes Deck. Wir haben natürlich dreimal den Raisin gespielt. Wichtigste Karte mit in dem Deck. Er sorgt halt dafür, dass wir alles reinkommen. Dann dreimal Madlove. Wir brauchen die Stufe 4er, nicht nur wegen dem Search-Effekt. Das ist gar nicht so relevant, sondern wir brauchen mehr Stufe 4er. Und wichtig, die Attribute müssen stimmen, deswegen Madlove hier auf 3. Dann eine Pantera reicht aus, wichtig zum Extenden und auch wieder ein Stufe 4er. Und der Erde-Attribut ist wirklich sehr, sehr wichtig. Dann der eine Pluton, den müsst ihr spielen. Begründung dahinter ist, ihr müsst euch manchmal mit Raisin den suchen, um gewisse Sachen zu outen. Und es ist super relevant, den zu spielen. Ich habe einen Valius gecuttet für die Karte, macht das so. Spielt nicht einen Valius und einen Pluton, sondern macht das so. Ich habe Turn Zero Place mit Pluton gemacht. Insane Karte. Dann haben wir gespielt zwei Berger. Zwei reichen aus. Wenn man drei spielt, dann bringt man potenziell weg, weil man keine kleinen hat. Viel zu relevant. Spielt das so. Er zieht uns halt in die Karten rein und soll in die Handtraps reinziehen und in andere Engine, zu der wir gleich mal kommen. Dann die beste Karte des Decks, Valius. Als One-Off völlig ausreichend. Wenn ihr perfekt mit dem Deck cycelt, dann werdet ihr nie einen zweiten brauchen. Ihr sucht euch eine Pantera, ihr habt durch die andere Engine, die wir noch spielen, durch die Super Heavy Samurai Engine, habt ihr immer die Erde-Attribute live. Ein Valius ausreichend, spielt einen Pluton und einen Valius, sehr, sehr relevant. Dann, of course, er hat die Bandits überlebt. Wir spielen drei Fenrir, um Riser zu suchen, mit Stake Your Soul Combo zu machen. Super gute Boardbrecher-Karte, hat sehr viele Boards angebrochen und dann können wir mit VS loslegen. Dann ein Rysard. Muss man leider spielen. Begründung dahinter ist, wenn ihr mit Fenrir und Stake Your Soul startet, dann bereut ihr es wirklich, dass ihr den Rysard nicht spielt. Und er ist ein Stufe 4er, der wichtig für eure Exceed-Plays ist. Und das ist das Hauptaugenmerkmal, wo es bei dem Deck umgeht. Wir klatschen hier sehr viele Rang 4er Exceeds raus und sehr viele Synchro 8er bzw. Synchro 10er. Also das läuft auf jeden Fall. Dann sehr, sehr wichtig, spielt den Regulus. Wir kommen gleich im Extra-Deck dazu, warum wir den einen spielen. Der sorgt dafür, dass wir noch ein Attribut mehr bekommen, Negate mehr. Und sehr, sehr relevant ist es, gegen in der jetzigen Meta nicht ein Activations Negate zu haben, sondern einen, der nur, also und keine Zerstörung, sondern nur den Effekt negiert. Sehr, sehr relevant. Teilweise besser als die mal zu zerstören, weil den gewisse Effekte triggern bei Anschein. Dann kommen wir zur Super Heavy Samurai Engine und die ist relativ unnatürlich. Wir spielen dreimal Motorrad, Searcher für Wakoshi, beste Karte. Dann dreimal Wakoshi, logischerweise. Wenn wir den auf der Hand haben, sind wir komplett in Combo. Ich werde dieses Mal keine Combo machen. Ich werde das separat aufnehmen. Falls euch das interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Damit sorgen wir halt dafür, dass wir einen Rang 10er, eine Stufe 10er Synchro bekommen und einen Rang 4er Exceed Plays. Oder wenn wir noch einen 4er auf der Hand haben, zwei Rang 4er Exceed Plays. Für Regulus Negate, komplett Raisin durchgecycelt mit Baroness und eventuell ein Omega, kommt immer auf die Hand drauf an. Und wenn Fenrir da ist, haben wir sogar noch Fenrir over the top. Dann wir müssen zweimal den Break spielen. Begründung dahinter ist, wenn ihr nur einmal spielt, dann verliert ihr eventuell Spiele in dem Szenario, wenn ihr den One-Off auf der Hand habt. Ihr müsst die zwei spielen. Ja, er ist Bricky, er ist aber ein Attribut, was wir noch probieren können. Und teilweise habe ich auch mit ihm hier gestartet und einen von den Souls, zu dem wir gleich kommen. Und du kannst trotzdem mit nach Souls und den auch in Full-Combo gehen. Du brauchst den Wakoshi nicht. Dann haben wir ein Armbrust gespielt. Relevanteste Karte hat dafür gesorgt, dass wir die unbrechbaren Boards hingelegt haben. Und hat natürlich in den zweiten Wakoshi reingesucht, sodass wir nochmal eine Synchro-Summon machen können. Super gute Karte, spielt die Super Heavy Samurai Engine so. Ihr braucht zwei Souls. Dann den Booster. Falls wir die Normal Summon wirklich brauchen oder wir davon ausgehen, dass wir interrupted werden, ist das immer ein Exceed-Play. Er ist ein zusätzlicher Extender und ich würde immer beide spielen. Spielt beide, sehr, sehr relevant. Ich habe das Deck so heftig getestet, das ist so die beste Ratio. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Dann zu den Spells. Wir müssen den Spell-Counter relativ klein halten, weil wir eben halt super heavy spielen. Wir spielen dreimal Stake Your Soul. Natürlich, um in die ganzen Vanquish-Soul-Monster und sowas reinzukommen. Attributfixe können wir damit machen und natürlich ist er ein Extender, perfekte Karte, beste Karte, die so geprintet wurde in der letzten Zeit. Dann Contigo zum Reborn, ob wir es nochmal einen Rang 4er over the top zu bauen oder Raisin zu Reborn, um die Attribute nochmal zu fixen und zwei Interruptions rauszuholen.
Und das Devil Autowin-Button gegen Dragon Link und gegen andere Decks, die halt für Link climben. Super insane Karte. Pflicht, die so zu spielen. Spielt keine zweite Contiguo, damit macht euch das Deck kaputt. Verstärkung für die Armee, ein weiterer Raisin. Ich habe mit dem Verstärkung für die Armee zweimal Rysehard gesucht, weil mir der Fenrir geasht wurde. Auch relevant, kommt auch mal vor. Sehr, sehr nice. Dann ein Magnamut und ein Druidswurm, weil wir nur noch einen Magnamut spielen dürfen. Wenn er für das Event noch maxed gewesen wäre, hätte ich noch zwei gezockt. Aber auf jeden Fall Magnamut und Druidswurm empfehlenswert. Würde ich auch auf jeden Fall so spielen. Sorgt für die abgerundete Finsternis-Variante. Dann zu den nächsten. Wir spielen dreimal Shifter. Wichtig, Shifter killt alle Decks. Wenn wir unter Shifter spielen, also wenn wir Shifter dran haben, gewinnen wir jedes Spiel, wenn der Gegner keine Tactics hat. Und wir können Shifter, auch nachdem wir die Super Heavy Samurai Engine resolved haben mit Armbrust, schmeißen, indem wir die Armbrust mit Regulus equippen und dann können wir den Shifter nochmal schmeißen. Wir können den Shifter auch zweimal in der Runde aktivieren, indem wir mit Druidswurm einen Shifter rausnehmen oder indem wir Baroness in der Standby-Phase den Shifter reborn und dann den zweiten schmeißen. Dann die letzten Handtraps, Triple Ash, obvious. Jeder, der immer sagt, dass die Karte in dem Format nicht gut ist, die ist immer gut. Spielt die Karte immer in VS. Feuerattribut für Stake Your Soul, Feuerattribut für Raisin, Feuerattribut für jedes andere, für jede andere Karte. Und natürlich, um Starter und sowas zu outen. Also zum Beispiel die erste Trap von Unchained. Ein Big Welcome, sucht euch was aus. Das war es soweit vom Main Deck. Dann kommen wir zum Extra Deck. Und jetzt wird es hier ein bisschen spicy. Wir spielen 4 Link 1er, wir spielen 3x Rock. Muss ich, denke ich, keinen erklären. Jeder, der Vanquistor schon mal gespielt hat, ist. Man könnte theoretisch 2 spielen, aber es ist viel zu wichtig und so viele Slots braucht man auch nicht. Perfekt. Dann ein Lingoribo. Ich habe erwartet, dass viele Sprite-Listen darauf zugreifen, gerade wenn Branded hier rumläuft, auf den Implilock zu gehen. Ist nicht passiert. Ich habe den Lingoribo exakt 0-mal gebaut. Der war absolute Verschwendung. Den würde ich wahrscheinlich im nächsten Format auch nicht mehr spielen. Ich hatte eine andere Karte, Concinder, zu spielen. Ich wünschte, ich hätte die ausgetauscht, hätte mir sehr, sehr viele Games gewonnen. Spielt nicht Lingoribo, spielt Clifford. Wenn ihr Clifford spielt, dann kommt ihr viel besser in die Plays rein. Und manchmal müsst ihr weglinken. Lingoribo, Schmutzkarte, packt die nicht rein. Empfehlenswert, den hier rauszunehmen. Dann zu dem anderen Link-Package. Phoenix habe ich sehr, sehr oft gemacht, um nervige Karten für den Next Turn zu outen und Karte zu ziehen. Und den kann nicht zerstört werden mit Rock, dass ich die so liegen hatte, hat auch mal gemattert. Cerberus war wichtig. Jedes Mal, wenn ich gebrickt hatte, musste ich Cerberus bauen und der lag in der linken Monsterzone rum. Wenn das ein Clifford gewesen wäre, hätte ich 2 Interruptions locker mehr gehabt und der Cerberus hat mir immer die Zone blockiert und dann musste ich den selber irgendwie loswerden. War Katastrophe. Spielt anstatt den Lingoribo hier, wie gesagt, ein Clifford. Dann zur Synchro-Line-Up. Ich wollte eigentlich 4 Synchros spielen, aber wir hatten nur 3 Plätze. Deswegen hier einmal Stardust, um logischerweise mit einem Vierer-Tuner und einem Vierer-Non-Tuner in sie zu gehen. Dann das Motorrad zu reborn, Baroness in der 5. Summon zu machen und wir sind komplett proof. Omega, wenn wir nicht mit Motorrad gestartet haben. Selbsterklärend. Dann der Raisin Searcher müssen wir spielen, weil ohne Raisin läuft das Deck nicht. Und wir spielen so oder so. Wir spielen 16 Karten, die Raisin searchen, also nehmen wir den auch nochmal mit. Ist eine gute Karte. Spring Guns Monster, der ist nur als Brücke da. Das Ding ist, ich hatte Considered, die gar nicht zu spielen, aber kurzerhand hatte ich mich entschieden, die doch dann zu spielen, weil erstens Tyrion Punk Flashbacks und einfach gut mit Regulus. Für Saga Search dann eben halt den Regulus zu suchen und dann eben halt die Armbrust rauszunehmen, damit man Shifter noch werfen kann. Insane. Und wenn die Armbrust dann wieder abfällt, dann kann man natürlich mit der Armbrust nochmal suchen. Wichtig ist aber, wenn ihr Shifter geworfen habt, könnt ihr Regulus nicht aktivieren. Das müsst ihr in der Hinterhand haben, das müsst ihr im Kopf haben. Also überlegt euch dreimal, wie ihr das zockt. Sehr, sehr relevant. Abyss-Bewohner, obvious gewinnt immer. Wir können Rang 4er hinlegen, 2 bis 3 Stück. Der liegt meistens auf dem Endboard mit dem da. Und dann sagt der Saga sogar noch aus, wenn wir mit Abyss-Bewohner abhängen, dass wir noch schießen können. Und wichtig, zündet den Abyss-Bewohner nicht in der Draw-Phase, wartet einfach, bis der Gegner das erste Mal was rausholt, dann zündet ihr den Abyss-Bewohner, dann könnt ihr damit noch poppen. Wichtig, gegen Tier-Elements gewesen. Ich habe seinen Tier-Elements-Monster dann on Resolution geschossen und dann hatte er dann natürlich den Grave nicht mehr. Dann Babuska, obvious, nur wegen Branded drin. Branded ist das schlechteste Matchup und ihr wollt nicht gegen Branded verlieren, deswegen müsst ihr den zocken. Und Zeus, wir spielen 634 Exceed-Monster, da können wir auch mal ein Zeus spielen.
Ja, das war's zum Extra-Deck. Dann zum Side-Deck. Und das ist das Einzige, wovon ich richtig enttäuscht bin. Ich habe considered, 3 Phantasmai zu spielen. Ich habe den auf 2 gecuttet. Der wäre so relevant gewesen auf 3. Also spielt den Phantasmai auf 3. Dann das gleiche mit Nibiru. Habe considered, 3 zu spielen. Habe nur 2 gespielt. Spielt den auf 3. Phantasmai obvious gegen jedes Link-Deck und in die ganzen Non-Engine-Karten reinzuziehen. Auch in Shifter. Und Nibiru räumt halt auf. Dann 2 Blitzsturm. Den habe ich nicht einmal gesided. Dann Book of Eclipse habe ich 2-mal gesided. Kam jedes Mal schlecht. Weil ich den Gegner noch Kartor gegeben habe. Dimensionsbarriere sollte gewinnen gegen Branded. Hat es auch gemacht. Hat einen guten Job gemacht. Pflichtkarte. Dann Evenly habe ich kein einziges Mal gesided. Die hat im Side-Deck rumgegambelt. Ich habe die nur für Labyrinth reingepackt. Oder für irgendwelche anderen nervigen Backrow-Decks. Davon habe ich nicht ein Matchup gehabt. Spielt die hier nicht. Spielt ein Phantasmai-Main, spielt ein Nibiru-Main und packt für die Karte noch ein Book of Eclipse rein oder irgendwas, worauf ihr Bock habt. Ein Change of Heart, aber die Karten haben hier nichts zu suchen, die sollten da nicht drin sein. Und einmal The Can Be Only One, obvious könnt ihr einspielen. Jedes Mal, wenn ich das gesided habe, habe ich die Karte in die Karte reingezogen mit Borja in der Runde des Gegners. Und dann habe ich mir die Karte angeguckt und habe gesagt, wenigstens sieht sie gut aus in Collector's Rare. Hätte ich 2-3 Mal spielen müssen. Ich hoffe, das Deckprofil hat euch gefallen. Shoutouts gehen raus an der ganzen Gruppe, mit der ich hier war. Hat sehr viel Spaß gemacht wieder. Wir haben sehr viel Spaß auch zwischen den Runden gehabt, haben uns kaputt gelacht, haben immer über eure Matchups philosophiert. War sehr, sehr nice. Die YCS hat sehr viel Spaß gemacht. Bin dann Top 32 gegen Jesse Cotton rausgeflogen. Hätte das Board brechen können, aber er hätte einen Fehler machen müssen. Und der Mann macht einfach keine Fehler. Und dann hat der zweitbeste Thunder Dragon Spieler der Welt halt die Runde gewonnen. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bin damit raus.